In Winterthur ist die Dezemberausstellung alle zwei Jahre in einem unterschiedlichen Format. In diesem Jahr 2020 haben wir das Fokusformat und in diesem Jahr ist es der Fokus unter 40. Also es geht darum, einem jungen Kunstschaffen in Winterthur eine Plattform zu geben, die Künstlerinnen und Künstler zu fördern und vor allem auch zu zeigen, dass eine reichhaltige Kunstszene in Winterthur immer wieder nachwächst. Die Kunst, die Kultur im Allgemeinen ist sehr stark unter Druck gekommen, wie die ganze Gesellschaft. Und es ist wichtig, es ist sogar essentiell, dass die Künstlerinnen und Künstler eine Plattform haben, dass sie weiterhin ausstellen können. Und ebenso wichtig, denke ich, ist es, dass die Besucherinnen und Besucher, dass die Bevölkerung weiterhin Kunst und Kultur genießen kann. In diesem Jahr haben wir 15 Kunstschaffende ausgewählt. Davon sind zwei Künstlerduos. Also es sind eigentlich 13 Positionen, die wir hier zeigen. Es ist natürlich auch gut, weil wir können auf die Künstlerinnen und Künstler eingehen, wir können ihnen viel Platz geben, wir können das entwickeln in den Räumen, sodass sie eine optimale Präsenz ihrer Arbeit haben, dass sie Installationen zeigen können, dass sie eigentlich ihr neuestes Kunstschaffen zeigen und das fördern wir. Wir wollen von den Kunstschaffenden neue Werke. Wir möchten, dass sie produktiv sind und dass sie diese Werke dann auch einem größeren Publikum zeigen können. Die Ausstellung Living with Art, Dialoge mit der Sammlung von Agnes und Fritz Becht, ist die Sammlungsausstellung, die die Dezemberausstellung begleitet. Wir haben umfangreiche Leihgaben aus dieser fantastischen holländischen Privatsammlung erhalten, mit denen wir in den nächsten Jahren verschiedene Ausstellungen realisieren werden. Und das ist nun so quasi der Auftakt, das erste Mal, dass wir Ausschnitte aus der Sammlung Becht in Dialog setzen mit den wunderbaren Beständen des Kunstmuseums Winterthur und so unglaublich dichte Werkgruppen präsentieren können. Hier haben wir ein exemplarisches Beispiel, wie man eine Ausstellung praktisch aus Depotbeständen, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, realisieren kann.